Sie haben viel Erfahrung mit historischen Figuren und auch mit Kriminalfilmen. Kommissarin Lukas haben Sie ja lange auch mitgespielt. Jetzt ein Verfassungsschützer. Sind Sie abonniert auf solche Rollen? Gar nicht, nee, nee. Kommissarin Lukas, das waren ja, ich glaube, das habe ich 3 Jahre gemacht. Es war ja nicht etwas, was immer kam. Es waren 2 Filme pro Jahr. Und gar nicht. Das ist ja auch das Reizvolle für mich, mich in ganz unterschiedlichen Figuren auszuprobieren und diesen Verfassungsschützer hier zu spielen, eine fiktive Figur, die eben in diesem Apparat arbeitet, war für mich als Schauspieler total interessant, da mal einzutauchen, mal mitzukriegen, wie die arbeiten, was ein V-Mann-Führer überhaupt ist, wie der täglich eben, was der macht und für was der auch einsteht. Und das war für mich toll, weil das letzten Endes eine gute Recherchearbeit war, die ich im Vorfeld gemacht habe und auch privat dann total interessant war, mal einen Einblick in diesen Apparat zu bekommen. Haben Sie denn auch in Vorbereitung mal einen Verfassungsschützer sprechen können und ihn direkt fragen können, wie die tägliche Arbeit abläuft? Ist so, dass natürlich von Seiten der Regie und der Produzentin, dass da viele Gespräche geführt wurden und ich dementsprechend Material bekommen habe. Also es war dann, daran hat es nicht gemangelt. Ich habe sehr, sehr viel zu lesen bekommen. Ich habe Interviews, alles Mögliche. Es gab genug Material. Ich musste jetzt nicht direkt jemanden treffen. Was auch gut war, weil das ist eine fiktive Figur, die konnte ich mir selber auch erfinden mit dem Regisseur und hat mir viel Raum gegeben, mich da auch einzubringen. Stand es für Sie auch mal zur Debatte, in einem der anderen Filme vielleicht zu spielen und nicht unbedingt diesen Verfassungsschützer, sondern vielleicht im Opferfilm oder im Täterfilm mitzuspielen? Diese Filme sind zwar eine Trilogie, aber jeder Film steht für sich alleine. Also das ist komplett ein eigenes Team, eine unterschiedliche Regie, auch in der ganzen Machart. Sie haben heute einen Film gesehen, aber die beiden anderen werden Sie sehen, die unterscheiden sich stilistisch komplett. Es ist zwar die gleiche Produzentin, aber es sind jeweils eben ganz unterschiedliche Teams am Start. Von daher haben wir auch natürlich unabhängig von den anderen unsere Arbeit gemacht und es war immer klar, dass ich für diesen Film besetzt werde, aber die anderen haben uns relativ wenig tangiert, weil wir mit denen nichts direkt zu tun hatten. Haben Sie denn den fertigen Film schon sehen können? Wenn ja, wie zufrieden sind Sie auch mit Ihrer eigenen Arbeit? Ich habe ihn gesehen und ich bin sehr froh darüber, weil es tatsächlich eine Art von Aufklärung ist, was dieser Film betreibt. Man erfährt eben, wie dieser Apparat gearbeitet hat, wie er arbeitet, wie es einen Zielfahnder gibt, der eben versucht, diesen dreien hinterherzukommen und zum Teil gehindert wird. Und es sind sehr gute Informationen, die man in diesem Film bekommt, die sehr viel über unser Leben, auch über Demokratie in unserem Staat erzählen. Und so schlüssig, wie der Film erzählt ist, bin ich sehr glücklich darüber, weil man, glaube ich, jeder was mitnehmen kann davon. Und glaube ich, nach diesem Film mehr weiß, als man vorher wusste. Und ich konnte da, glaube ich, auch meinen Teil dazu beitragen und darüber bin ich sehr froh. Der Verfassungsschutz kommt ja in den Ermittlungen nicht sehr gut weg, weil er so eine etwas zweideutige Rolle spielt. War das auch eine besondere Herausforderung vielleicht für Sie, das so darzustellen? Ja, selbstverständlich, natürlich. Ich meine, der Verfassungsschutz ist, glaube ich, ein Apparat, den niemand wirklich verstehen kann, weil es viele Informationen über diesen Apparat gar nicht gibt. Aber jetzt natürlich im Zuge von diesem NSU-Prozess hat man natürlich ein paar Sachen erfahren. Und das war für mich wahnsinnig interessant. Stefan Aust hat ein Buch geschrieben, der NSU-Komplex. Das ist sehr interessant, auch eine Art von Überforderung mitzukriegen von diesem Apparat, wo man eigentlich immer denkt, das sind doch die, die uns eigentlich beschützen. Aber auch die kommen ins Straucheln, wenn dann eben sowas passiert. Hat sich Ihr persönlicher Blick auf den Verfassungsschutz dadurch auch vielleicht verändert? Ja, es hat mir zumindest eine Aufklärung ist ja immer gut. Also wenn man etwas weiß über Machenschaften und das gibt einem dann irgendwie auch eine Sicherheit, weil man nicht mehr dem einfach nur so ausgeliefert ist. Und das hat mir im Sinne einer Aufklärung total viel gebracht, was ich jetzt auch privat einfach mitnehmen kann, weil ich jetzt irgendwie den Verfassungsschutz kennengelernt habe und nicht mehr so überrascht bin, wie man vielleicht wäre, wenn man da sich noch nicht informiert hätte. In Thüringen wurde auch gesagt, der Verfassungsschutz muss eigentlich weg, da muss was Neues her. Wie sehen Sie das? Das ist eine Frage, die ich Ihnen nicht beantworten kann, weil ich dafür zu wenig wirklich weiß, gerade über diese Thüringer Problematik. Ich meine, ich habe mich im Sinne meiner Figur, meiner
fiktionalen Arbeit da irgendwie dran gemacht. Aber das ist immer noch ein ganz kleiner Stein, den ich mitbekommen habe von dem eigentlichen großen, mächtigen Apparat. Also von daher, vielleicht fragen Sie die Produzentin, die kann Ihnen darüber bestimmt was erzählen. Wenn man in einem Film zu so einem brisanten Thema mitspielt, schaut man doch besonders auf die Reaktion von Kritik und Publikum? Also ich glaube, worauf ich am meisten hoffe, dass dieser Film ein Publikum bekommt, klar. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich unbedingt die besten Kritiken für meine schauspielerische Arbeit bekomme. Bei dieser Arbeit geht es mir tatsächlich darum, dass wir die Menschen erreichen. Ähnlich wie bei Nackt unter Wölfen, dass wir einfach, dass die Leute einschalten, dass junge Leute einschalten und dass sie bereit sind, sich zu informieren. Und ich glaube, über diese Trilogie kriegen sie ein sehr umfassendes Bild von diesem NSU-Komplex. Und das heißt eben mitten in Deutschland. Es sind eben nicht nur irgendwelche Randerscheinungen, sondern es ist etwas mit Pegida und so weiß man das ja. Es passiert eben überall. Es passiert im Gutbürgerlichen. Überall gibt es rechtes Gedankengut. Und ich glaube, dass unser Film im Sinne einer Aufklärung dazu was beitragen kann, dass man sich dem eben nicht hingibt. Dann hätte ich noch eine ganz andere Frage. Was kann man von Ihnen in Zukunft erwarten? Gibt es schon Projekte, über die Sie reden können? Bald. Es gibt ein neues Projekt, aber über das kann ich leider noch nicht reden. Vielleicht in ein paar Wochen kann ich Ihnen darüber mehr erzählen. Aber es gibt auf jeden Fall was. Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Danke.